Miau. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen. Siebter Teil. Oh, ich muss mich direkt beeilen, denn ich stehe mitten in der Radioaktivität. Siebter Teil unseres Let's Plays. Und ja, ich habe es ja leider das letzte Mal schon angekündigt. Wir müssen nochmal von unserem Ort hier aus weitermachen. Denn ja, das Spiel ist leider wieder abgestürzt. Ich hoffe, dass es heute besser läuft. Ich habe das Gefühl, dass. Neue Gebiet muss immer erst einmal laden und wenn das dann passiert ist, dann gibt es auch weniger Ruckler und alles. Das ist jetzt natürlich nur eine Theorie, eine wilde, aber wir probieren das mal. Ich bin nach wie vor auf der Suche nach Meds, ganz dringend sogar. Ich habe nämlich keinen Post-Heal gerade bei mir und ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe echt einiges an Schaden genommen. Jetzt schaue ich gerade mal. Wir werden erstmal, weil das Gebiet hier auch schon verhältnismäßig gefährlich ist, mit der MP5 weiterlaufen. Aber wir müssen jetzt erst wieder den Stash holen. Ich glaube, der Stash ist nach wie vor hier drüben. Genau. Es gibt so ein paar Neuigkeiten, so ein paar Kleinigkeiten, die ich gelernt habe durch Let's Plays und andere Videos zum Thema Gamma. Und zwar muss es hier irgendwo. Aha, da ist er. So einen Zoom-Button geben. Der ist einfach auf der Maus. 5 ist das, glaube ich. Und da kann man eben, wie ihr schon seht, recht gut ranzoomen. Das Ganze geht auch, wenn man ja, im Scope drin ist. Also grundsätzlich ein sehr hilfreicher Knopf. Den werde ich ab sofort wahrscheinlich sehr viel spammen. Genau. Das wollte ich mal eben gesagt haben. Ich glaube, ich renne jetzt hier einfach rein und versuche, den Stash zu holen und renne wieder raus, weil hier sind eh nur Zombies. Und das kann man ja auch schnell machen. Zack, 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 zack. Und weiter. Jawohl, ohne Schaden. Weil alles andere wäre irgendwie ein Waste of. Ach, guck mal, hier ist noch eine Anomalie. Die könnten wir wiederum. Nee, das machen wir mal ein andermal, wenn hier nicht 200.000 Zombies sind. Oh, da hinten. Ah, den. An den erinnere ich mich. Warte mal. Digga! Ach, das ist doch schon wieder nicht passiert. Ist das schon wieder passiert? Das kann aber nicht wahr sein. Ja, okay. Es ist, wie es ist. Haben wir wieder Schaden genommen. Diese Zombies nerven hauptsächlich, deswegen ich ignoriere die diesmal. Diesmal werde ich einfach hier hinlaufen, den looten. Und dann geht's direkt in den Hangar und ja, dann kaufe ich mir, wenn ich es diesmal bis dahin schaffe, Streichhölzer und speichere erstmal. Das wäre natürlich schön. Ja, hier sind wirklich viele Zombies aktuell. Da gab es auch letztes Mal die Meldung, dass sehr viele Zombies unterwegs sind. Kann ich nur so wiedergeben. Sehe ich auch so. Jetzt haben wir hier, hinten die Anomalie nicht geklärt, aber machen wir alles ein andermal. Ich möchte jetzt erst einmal Medizin kaufen und hier in einen relativ sicheren Ort mich begeben. Oh, ich höre schon wieder hier Dinge explodieren aus der Richtung. Ja, da hinten hier rechts, ihr seht das schon, da ist schon wieder die Party am Abgehen. Da will ich jetzt kein Teil von werden eigentlich. Ich hoffe, dass die da einfach weiterlaufen. Und wir gehen jetzt hier rein. So, schauen wir mal ganz kurz. Schauen wir mal mit Zoom. Ja, da ist auf jeden Fall. Einige Mutanten sind hier unterwegs. So, und jetzt hoffe ich, dass das Spiel nicht wieder an derselben Stelle abschmiert wie letztes Mal. Das wäre wirklich ganz schön blöd, wenn wir hier nicht weiterkämen, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, das hatte einfach damit zu tun, dass wir das erste Mal im Garbage waren und es hat hier auch allgemein geruckelt. Ich bin gar nicht auf der richtigen Seite, sehe ich gerade. Der Händler ist hier drüben. So. Da gehen wir jetzt mal hin. Ach, da oben seht ihr schon, ne? Da sind auch noch Leute, die hier das beschützen. Hoffe ich doch. Hi! Cozy place you have here. Ja, okay. Ist nicht so interessant. Er will wohl, dass man huntet. Ein bisschen auf Jagd geht. Any work? Ja, das nehmen wir auf jeden Fall an, weil es kann immer passieren, dass irgendjemand anders das killt, dann kriegen wir das Geld trotzdem. Dog Meat 13 finde ich jetzt ein bisschen viel. Mache ich erstmal nicht. Ist das hier interessant? Eigentlich nicht. Ich will jetzt mal schauen, was der hat. Ob wir hier was kaufen können. Munition. Keine Heilung. Ach je. Keine Heilung. Gut, wie viel Munition haben wir denn aktuell? Wir haben hiervon immer noch sehr viel. So, hier haben wir die Möglichkeit, ein bisschen aufzustocken, finde ich. Das ist die HP. Da habe ich mir gemerkt, die ist gut für Mutanten. Die
kostet aber auch mehr. Die kostet... Nee, die kostet gar nicht mehr. Ich dachte, das wäre die teure. Oh, habe ich mich schon wieder getäuscht? Wir gucken nochmal rein. Nee, das ist... also gegen Armor Penetration hat es halt keine, aber dafür Medium High. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, hier sind relativ viele Mutanten. Würde ich mal für 2000 auf jeden Fall mitnehmen. Gut. Was haben wir hier sonst noch an interessanten Dingen? Wenig leider. Also das Field Cooking Kit haben wir keins dabei gerade, ne? Das würde ich einfach mal kaufen. Weil dann können wir uns was zu essen kochen, wenn wir hier mal ein paar Mutanten gekillt haben. Ja, und ansonsten gibt es hier nicht viel. Also diese Anomalie-Map, die habe ich mir, glaube ich, noch gar nicht angeguckt. Was ist das? Ach, Dokumente. Okay, das ist bestimmt ein Quest-Item. Und den Kram hier unten, ich will ihn erstmal nicht verkaufen. Ich denke, dass man das früher oder später alles brauchen wird, um Dinge zu craften. Ah, guck mal, jetzt kriege ich sogar schon Hunger. Aber ich habe keinen... Doch, ich habe hier zweimal Dock... Ah, der wollte ja 12-mal Dockmeat, oder? Ja, Mist. Nee, dann werde ich das nicht kochen. Dann essen wir irgendwas, was wir schon haben. Das hier, Canned Corn. Nicht sonderlich spannend, aber immerhin. Leider hat das jetzt mein Problem überhaupt nicht gelöst, dass ich Streichhölzer brauche und dass ich Medikamente brauche. Wobei ich wegen Streichhölzern eigentlich nochmal kurz schauen könnte. Die habe ich mir gar nicht genau genug angeguckt. Gibt's, was ist das hier? Coffee? Nee, was ist das? Firewood. Nee, das ist nicht das Richtige. Das ist alles nicht das Richtige. Nee, tatsächlich kann ich jetzt hier gar nicht speichern, außer irgendjemand anders macht das Feuer an. Ich guck mal gerade. Also hier haben wir Bug. Slug. Die sind auf Entfernung gut. Und da müssen wir mal herausfinden, jetzt habe ich die erst gesehen gewechselt, was die können. Die haben eine hohe Armor-Pen und die eher weniger und die im Prinzip gar keine, genau. Die mit der gar keinen können wir ganz gut gegen die Mutanten benutzen. Genauso hier mit der HP, die ist gut gegen Mutanten. So, oder war es die? Nee, es war... Ach, das ist einfach so verwirrend, weil gerade war es andersrum. Na egal. Nehmen wir die mal. So. Okay, dann haben wir leider immer noch gar keinen Speicherpunkt. Nochmal checken. Ich habe echt nichts, womit ich das starten kann. Aber Moment mal, hier links unten gibt es eventuell Dinge, die auf einem Tisch oder so rumliegen. Mit ein ganz bisschen Glück haben wir da Feuerzeug dabei. Es ist ein Reinforced Carbon Fiber Layer. Leider kein Feuerzeug. Chili Beans. Die nehme ich aber mit. Steel Wool. Stahlwolle. Was haben wir noch? Ist hier nicht noch was? Nee. Schade. Ja, also hier kann man auch schlafen. Falscher Knopf. Ich würde es jetzt tatsächlich am liebsten probieren, dass wir hier hochgehen. Da gibt es nämlich auch nochmal ein Händler. Oh, hier ist noch was. Genau, das müssen wir eigentlich jagen. Aber wir warten mal ab, ob das nicht jemand für uns macht. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Zu diesem Ort. Also aus der Straße und dann links. Und wenn wir es bis dahin schaffen, ohne zu sterben, dann gibt es hoffentlich da ein Feuer. Das ist nämlich an, wie man von hier sieht. Genau. Und da ist auch direkt der Stash. Also das ist jetzt unser Ziel. Und ich will jetzt nicht so viel Zeit im Garbage verbringen. Insbesondere, da wir kein Heal haben. Aber das müssen wir jetzt auf jeden Fall noch machen. Und dann können wir uns überlegen, wo es als nächstes hingehen soll. Ah, dieser Zoom. Okay. Das war ein Jumpscare, eindeutig. Habe ich nicht geplant. Absolut nicht. Jetzt muss ich, glaube ich, tatsächlich nochmal ein... Hey, guck mal, als ob ich es gerochen hätte, dass da nochmal einer kommt. Ich gehe mal lieber ein Stück, wenn ich mich heile. Ja, also Garbage ist halt... voller Mutanten und mir ist es lieber, gegen menschliche Gegner zu kämpfen, wie in Korden oder sowas. Aber tatsächlich hat das ja ganz gut reingedrückt. Also die waren recht schnell tot. Ich glaube, die Ammo, die ich jetzt habe, ist die richtige. Pseudo-Dog sind das hier. Ja, die sehen auf jeden Fall ganz schön unangenehm aus. Gucken, ob hier noch andere sind. Da hinten auf jeden Fall. Und das ist auch die Richtung, in die wir müssen. Die Frage ist, macht das Sinn, jetzt hier vielleicht... Einfach mal das hier zu tun. Achso, das ist ein Wildschwein, glaube ich sogar. Das kommt noch nicht mal zu mir. Und mit dem Schalldämpfer haben wir, glaube ich, auch noch gar keine Aufmerksamkeit auf uns gelenkt. Das gefällt mir. Ich muss nur trotzdem natürlich sehr vorsichtig sein. Hier sind auch schon wieder jede Menge Schüsse.
Hier, diese Kiste. Die hat es mir jetzt gerade irgendwie angetan. Ah, ich hatte gehofft. Aber hier gibt es tatsächlich Dinge. Oh, ist das nur ein Schatten? Ja, das ist nur ein Schatten. Ihr merkt schon, ich bin jetzt plötzlich ganz schön im Modus. Hier war noch Rope, das können wir sicherlich gebrauchen. Nee, das ist eine Anomalie mit Elektro. Da wollen wir kein Leben verlieren, wenn es geht. Und jetzt, ich höre doch hier, ich dachte, ich hätte das Wildschwein gehört. Das muss ja auch irgendwo hier sein. Ich höre es auch. Na? Ich muss mich ab und zu mal umdrehen. Ich habe das Gefühl, kann man jederzeit von allen Seiten angegriffen werden. Ah, die Muni, die geht auf jeden Fall bei den Mutanten sehr gut. Das gefällt mir. Kurz schauen, ob es hier irgendwas gibt. Hoch, war hier was? Nein. Ich habe gelernt, wenn man die F-Taste gedrückt hält, das habe ich zwar vorher auch schon mal benutzt, aber das mache ich jetzt noch viel mehr, dann sieht man auch die rumliegenden Gegenstände recht früh angezeigt. Also hier ist nichts, kann ich damit confirmen. Und da wollen wir jetzt denn da vorne zu diesem umgeranzten Häuschen. Das ist, glaube ich, der Flohmarkt, heißt das oder so. Hier war ich auch in meinem anderen Playthrough schon mal. Genau, also der Ort hier ist nicht besonders spektakulär, aber vielleicht gibt es hier einen Händler, der uns Bandagen oder Feuerzeuge verkauft. Oder Streichhölzer, besser gesagt. Zumindest sind hier mal einige Leute. Das ist schon mal gut. Hier liegt irgendwie eine Empty Syringe. Nehmen wir doch mit, eine leere Spritze. Hier ist direkt, seht ihr das? Eine Anomalie. Ziemlich cool eigentlich. Sieht das aus. Erstmal speichern. So. Und jetzt schauen wir hier oben. Hier ist nämlich auf jeden Fall ein Händler. Ich weiß gar nicht genau, welcher der andere ist. Das werden wir noch herausfinden. Aber erstmal reden wir mit ihm. Hi. I want to buy some equipment. Ja, nein. Was ist da los? Ich weiß nicht genau, was hier gerade hinter mir passiert, aber egal. Was brauchen wir denn? Also wir haben noch 2 Medkits. Und jede... Oh, noch gar nicht mehr so viele Bandagen. 2 von denen. Ich versuche jetzt mal, das auf jeden Fall zu kaufen. Aber es gibt schon wieder keinen Post-Heal. Zumindest nicht hier oben. Gibt es hier unten Post-Heal? Mm-mm. Ach, herrje. Wo ist nur all der Post-Heal hin? Ja, das ist gar nicht gut. Ist das ein Schlafsack? Ja, den brauchen wir für eine Quest. Aber ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt, einen zu kaufen. Wahrscheinlich nicht. Streichhölzer gibt es hier aber. Davon nehme ich direkt auch welche mit. An denen gebe ich schon wieder mein ganzes Geld aus. Aber wenn ich es schon ausgebe, dann doch wenigstens für die guten Sachen, also für Medikamente. Das ist mehr, als ich überhaupt mir leisten kann gerade. Ja, Mist. Wie machen wir es denn? Dann muss ich irgendwas da lassen. Wahrscheinlich einmal das hier. Das kaufen wir jetzt noch. Jetzt sind wir schon wieder blank. Richtig gut blank. Aber wir haben auch einen vollen Stash noch rumstehen bei unserem Lager. Und ich würde behaupten, irgendwann können wir auch mal anfangen, ein paar Dinge zu verkaufen. Das mache ich ja im Prinzip gar nicht. Ey! Oh nö! Jetzt ist schon wieder... Jetzt hat mich hier diese Anomalie zurückgestoßen. Aber der steht doch da. Ich will doch mit dem reden. Das geht jetzt natürlich nicht. Ach, das ist doch ärgerlich. Fragen wir halt den. Nein. Das möchte ich nicht tun. Bandit Faction Patch. Das ist gut. Das kriegen wir wohl auch hin. Jetzt ist mein Bein verletzt. In den Outskirts. Oh je. Da will ich eigentlich auch nicht hin. Ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr sprinten. Und was natürlich richtig bescheuert ist. Komme ich da oben überhaupt hin? Achso, über den hier. Ah, Mann, ey, bin ich jetzt wirklich... Nur mal ganz kurz checken. Also ich bin nicht überladen. Okay, es liegt tatsächlich daran, dass mein Bein verletzt ist. Ich will jetzt eigentlich nur noch... Mein, das ist nicht nur verletzt, das ist ja komplett kaputt. Guckt mal links unten. Kein Wunder, dass ich so humpel. Ich will jetzt eigentlich nur noch diesen Stash. Wenn ich diesen Stash hier kriege und dann wieder gehen kann, dann werde ich mich... in den großen Sumpf zurück teleportieren. Denn hier unten gibt es den
Doktor und der hat garantiert Post-Heal. Dann müssen wir das hier zurückgeben und dann gibt es hier auch noch einen großen Stash. Und vielleicht kriegen wir es dann mit der MP5 hin, dieses Camp hier zu clearen. Also ich möchte jetzt eigentlich den Garbage nicht so viel Zeit hier verbringen, zumindest nicht ohne Heal. Also ich kann mich ja kaum bewegen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine super gute Idee ist, jetzt so auf Stash-Jagd zu gehen. Aber ich sehe gerade keine große andere Möglichkeit. Ich könnte mir höchstens eine Bandage drum schwingen und dann... nee, eigentlich, also wirklich, ich müsste eigentlich beim Doktor einkaufen. Geld, nicht Gold, habe ich gerade auch nicht. Der Rubel rollt gar nicht. Ich auch nicht, ey, so langsam war ich schon gar nicht unterwegs hier. Das dauert. So, das ist zum Glück nicht weit. Ich glaube schon, dass wir das schaffen. Solange wir jetzt hier nicht ins Kreuzfeuer geraten. Das muss ja da vorne sein. Ja, ja, das ist da. Da lehnt was an dem Stein. Das ist mit Sicherheit der Stash. Ich fühle mich wirklich unsicher. Ich könnte ja nicht mal wegrennen, wenn mich jetzt jemand hier... angreifen würde. Okay, hoffentlich ist was Gutes drin. Komm schon. Ist das hier das Stash? Ja. Okay, also. Eine Barrel. Oh, war da noch was anderes? Was war denn das? Da war noch irgendwas mit so einem Radioaktivitätssymbol. War das das Barrel? Mist, ich dachte, das wäre ein anderer Gegenstand. Das und das ist okay. Basic Tools nochmal. Okay, ich werde angegriffen. Was? Oh Gott. Ich bin so gut wie tot. Das ist echt sowas von Hardcore, ey. Man steht hier, will mal in Ruhe looten. Eigentlich bin ich tot. Nicht ganz sicher, ob es sich lohnt. Ich probiere mal gerade, ob ich noch am Leben bleibe. Ja, diese Sachen hier, das ist eine Heavy Freedom Overcoat. Wahrscheinlich ziemlich cool. Also auf jeden Fall besser als das, was ich dabei habe. PSF 5 MT Suit ist auch gut. Da haben wir einen Karabiner. Auch eine richtig coole Sache. Habe ich bisher noch nie gehabt, aber mit der kann man sicherlich gut snipen. Und auch eine Pistole. Jetzt bin ich overload. Scheiße, ich hätte das vorher mal in den Stash machen sollen. Also ganz ehrlich, normalerweise mache ich das ja nicht, aber ich bin im Prinzip tot. Das, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ich möchte mal ganz kurz schauen. Der Last Save war ja hier und da bin ich, glaube ich, auch noch nicht so saudumm in... vielleicht auch doch, aber auf jeden Fall probiere ich es jetzt nochmal. Weil ansonsten können wir uns im Prinzip gar nicht mehr fortbewegen. Okay, zu dem Zeitpunkt ist mein Bein noch nicht im Arsch. Das ist gut. So, was wir jetzt machen, ist, wir nehmen einen Schluck Wasser. Legen unseren Kram hier in den Stash. Der ist da oben, glaube ich. War hier nicht einer? Nee. Es gibt hier unten einen, aber ich laufe garantiert nicht nochmal da in dieses Ding. Ich hatte doch aber irgendwo anders bestimmt noch einen gesehen. Ich erinnere mich eigentlich daran, dass hier noch einer war. Und da was reintun? Nein. Oh nein, ich will nicht wieder in diese Anomalie laufen. Ich gucke jetzt nochmal hier oben. Ah, ein kaputtes Radio. Kurz mal noch mit dem reden. Ne? Nee, das kann ich dem auch nicht geben. Das brauchen wir ja selber. Hier liegt noch was. Ein Grooming-Kit. Okay, jetzt gehe ich mal davon aus, dass in dem Stash wieder exakt das gleiche drin ist. Deswegen müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Gewicht verlieren. Jetzt ist die Frage, können wir hinter dieser Anomalie entlang? Nee, ne? Also die ist schon einfach... hier im Weg. Also ich bin da gerade ja gegengelaufen und habe Damage bekommen und... Wow.
Guck mal, eine Kiste. Man muss immer das Positive aus dem Negativen machen. Wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade. Aber einen Stash habe ich dadurch leider jetzt immer noch nicht gefunden. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich weiter vorgehen soll, denn ich glaube nicht, dass ich hinten an diesen Stash rankomme. Irgendwie ist das im Weg, oder? Also ihr seht das doch, das ist doch hier diese Anomalie im Weg. Und der kann da einfach durchlaufen, als wäre nichts, aber ich kann das halt nicht. Also gut, dann machen wir es eben anders. Dann müssen wir gucken, dass wir was anderes loswerden, wenn wir da sind. Aber ich will jetzt erstmal hin. Und die Tatsache allein, dass ich da jetzt hinsprinten kann, ist auf jeden Fall gut. Hier unten vielleicht. Das würde ich mir nochmal anschauen. Oh, das sieht schon wieder so unheimlich aus. Aber da ist nichts. Das ist schön. Wenn jetzt so eine richtig dicke Höhle gewesen wäre. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt reingegangen wäre ohne Taschenlampe. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir das Ding schnell looten. Uns nicht angreifen lassen auf dem Weg. Und wieder heimgehen. So, es ist tatsächlich das gleiche, aber hier war noch das hier, dieses Kit. Und jetzt sind wir überladen, also werfen wir was weg. Und zwar, was ist mit diesem Barrel? Ist das gut? Oh Mann, das weiß ich natürlich nicht. Was könnten wir loswerden jetzt? Eins von den beiden, eine der beiden Rüstungen, ja, die wiegen ja sau viel, könnte ich wieder hier reinlegen. Ja, da kommen sie. Die könnte ich wieder da reinlegen und mir einfach gleich holen. Und das erstmal zurückbringen. Ich brauche einen Stash. Ich muss irgendwo was abladen können. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Aber es muss irgendeine Möglichkeit geben. Ist hier was? Nee. Ich bin halt jetzt auch schon überladen. Ist schon blöd, dass es da diese Anomalie gibt. Ich muss jetzt, glaube ich, speichern am Lagerfeuer und dann versuchen, an der Anomalie vorbeizukommen, weil ansonsten kommen wir ja hier auch nicht voran. Wieso wiegt die denn auch einfach 14 Kilogramm? Wenn ich mal hier schaue, die ist schon sehr viel besser als die, die ich habe. Und die ich habe, ist schon eigentlich gar nicht mal so kacke. Wahrscheinlich ein ziemlich guter Fang. Leider kann ich es nicht richtig einschätzen, also man könnte mal schauen, was für eine Art von Reparaturkit es braucht. Medium, okay, also immerhin kein Heavy, falls es überhaupt gibt. Aber bis wir an ein Medium-Reparaturkit kommen, dauert sowieso noch eine Weile. Wir kriegen jetzt erstmal die Lights. So, und ich werde jetzt hier speichern und dann versuchen, da an dieser Anomalie vorbeizukommen. Ja, ist okay, chill. Huch. Oh, okay, jetzt gibt's hier einen Kampf. Oh. Hier ist was los. Was würdet ihr sagen, wo muss ich hier an dieser... Während die sich hier bekriegen, suche ich einen Weg. Wo muss ich hier an dieser Anomalie vorbei? Die stürmen da hinten dieses Banditenlager. Ich muss mich erstmal kurz in Sicherheit bringen, damit ich jetzt hier nicht gleich von den Banditen abgeschossen werde. So. Können wir nachher noch was, Oh, der ist down. Das ist gar nicht mal so gut. Ich dachte, die räumen das hier ohne Probleme auf. Da unten sind sie, oder? Das sind... Ach, Mann, mein Arm ist so kaputt, dass ich eigentlich nicht richtig zielen kann. Das gefällt mir hier alles nicht. Ich dachte, die regeln das vielleicht mal unter sich, aber nein. Ich glaube nicht, dass wir da rankommen. Welche Dinge, die wir dabei haben, können wir verkaufen, die vielleicht schwer sind? Wenige, wenige. Ja, diese Basic Toolkits kann ich ja nicht verkaufen. Die sind einfach super wertvoll. Höchstens für dieses Fleisch, aber das wiegt auch im Prinzip nichts.
das Teil hier, ne? Das wiegt auch 3 Kilo. Aber es ist halt ein Upgrade-Kit. Für was ist das ein Upgrade-Kit? Für Protection, okay. Ja, also will ich eigentlich auch nicht verkaufen. Alles sehr ungeil. Warte mal ganz kurz ab, bis sich das hier so ein bisschen ausspielt, weil am Ende, wenn ich dann halt looten kann, ist ja eine gute Sache. Den hat es auch erwischt. Oder? Nee. Es ist unmöglich zu zielen. Ich brauche entweder eine Heilung. Ja. Nee, es ergibt keinen Sinn. Also ich kann so nicht zielen. Ich werde jetzt einfach hier kurz abwarten. Scheint jetzt auch schon nicht mehr ganz so krass zu sein. Und dann gucken wir mal zum Beispiel hier, was der Kollege dabei hatte. Macht mich natürlich nicht leichter, aber vielleicht können wir da auch einfach mal was zwischenlagern. Oder was ich vielleicht auch einfach machen könnte, ist die Rüstung nehmen und dann direkt Fast Travel wählen. Und wenn ich das dann direkt mache, dann müsste es ja eigentlich mich... Oh nein, jetzt habe ich es ausgemacht, ich Trottel. In den Great Swamp bringen und da kann ich dann einfach die Rüstung kurz auf den Boden werfen. Wahrscheinlich kann man das auch nicht machen, ohne dass es gelootet wird. Ich bin gerade in so einer Art Dilemma, weil ich es echt nicht weiß, wie ich es angehen soll. Ich habe jetzt hier gespeichert, ich probiere jetzt nochmal hier hinten ranzukommen. Jo, das war's nicht. Oh, guck mal, hier unten haben wir wieder was gefunden. Ich könnte halt höchstens zum Hangar laufen, wo wir gerade herkamen und es dahin packen. Ich glaube, das muss ich dann jetzt machen. Weil viel länger kann ich jetzt hier auch einfach nicht mehr nichts tun. Nehmen wir mal die Pistole. Ich habe schon kaum noch Munition. Schon wieder kaum noch Munition. Kurz schauen, ob es irgendwas gibt, was ich hier noch machen muss. Ja, diese Mutanten killen. Okay, das kann man vielleicht auf dem Rückweg. Aber erstmal brauche ich einen Stash, um die Sachen abzuladen. Dann holen wir noch den Rest, also diese Rüstung aus dem grünen Stash. Und bringen das auch dahin. Ich brauche jetzt irgendein Lager. Oh, da vorne sind schon wieder Zombies. Und ich stehe in der Radioaktivität. Ja, wir sind jetzt schon so schwer wie... Also, ich kann ja jetzt schon kaum normal mich fortbewegen. Zum Glück ist der Weg nicht so weit. Ich hoffe echt, dass wir es bis dahin jetzt schaffen, ohne größere... Zombie- oder Mutantenüberfälle. Das sind echt viele. Warum sind das denn so viele? Und jetzt haben die mich auch schon gewittert hier, oder? Ich stehe echt in der Radioaktivität. Nee, ich muss jetzt weiter. Ach Gott, es fasst wieder nichts zusammen. Sobald die nämlich anfangen, jetzt mir zu folgen und ich keine Ausdauer mehr habe, sind die wahrscheinlich sogar schneller als ich. Ich glaube, ich warte jetzt ganz kurz hier und renne dann ein Stück. Oder wobei jetzt... Ja doch, muss ich, glaube ich, wirklich. Das gefällt mir gar nicht. Da drüben wollen wir hin. Oh Gott, oh Gott. Jetzt ist es die Radioaktivität, die mir zu schaffen macht. Zum Glück ist die jetzt nicht ganz so hoch. Also wenigstens hängen wir die Zombies ab. Aber alles andere, was mich jetzt anfängt zu verfolgen, hat mich. Oh Gott, hier stehe ich mitten in der Radioaktivität. Ich werde mal einen Wodka trinken. Und jetzt geht's weiter. Da drinnen, in diesem Hangar, scheint auch schon wieder eine Schießerei zu sein. Ja, also gut, die Zombies hängen wir ab, aber ansonsten sind wir echt die lahmste Nummer. Zum Glück weiß ich, dass es hier auf jeden Fall ein Stash gibt. Da packen wir jetzt erstmal alles rein, damit wir möglichst leicht sind. Und dann
machen wir wie besprochen. Holen uns den Kram, schauen, ob wir noch das Bounty für diese Mutantenjagd kriegen. Und dann ist die überhaupt noch aktuell oder hat das schon irgendjemand anderes für mich gekillt? Nee, ist noch aktuell. Und dann schauen wir mal, dass wir möglichst bald wieder rauskommen. So, das lohnt sich hier auf jeden Fall. Das habe ich zumindest beim letzten Mal schon gelernt. Oh, Mann. Warten. Wir müssen einfach Geduld mitbringen. Und hoffen, dass die wenigen Wachen, die hier rumrennen, gleich die Zombies killen, die mir wahrscheinlich folgen. Da vorne ist zumindest mal einer. Ne? Die da. Die da. Endlich kann ich zoomen. So, hier ist unser Stash. Herrgott, das hat gedauert. Also, dieses Teil hier, das habe ich mir noch gar nicht genau angeguckt, aber das sieht ziemlich cool aus. Und zwar 7.9.2er Munition, das ist auf jeden Fall ein Riesenkaliber. Es gibt hier direkt ein Upgrade-Kit dafür. Dann gibt es hier Scopes, zweifach nur, das ist jetzt gar nicht so viel, aber wenigstens scheinbar leicht zu bekommen. Und das Beste daran ist, dass es wohl ein Historic Weapon Kit, mit dem wir das verbessern können. Da kommt man relativ früh ran. Also wahrscheinlich ist das hier so ein ist das ein wie nennt sich das? Eine Bolt Action? Sniper Rifles? Nazi Germany. 1000 Meter Reichweite, ja, das klingt super. Also da bin ich jetzt auf jeden Fall erstmal glücklich drüber. Den ganzen Kram hier oben, den wollen wir auf jeden Fall behalten. Das auch. Das hier alles kann erstmal hier rüber. Ja, das ist kein Problem. So, Essen. Haben wir noch hier Essen? Das werde ich einfach mal mit zu den Favoriten packen. Und dann kommt das alles hier rüber. Ja, die Sachen müssen wir nachher wieder einsammeln. Das ist mir schon klar. Nur jetzt gerade geht das nicht. Jetzt brauchen wir erstmal Platz. So, und schon sind wir nur noch bei 38 Kilo. Das heißt, wir haben jetzt wieder einiges an Platz. Und jetzt gucke ich mal, haben wir noch Geld? Haben wir noch Geld? Nein, wir sind pleite. Okay. Jetzt sind wir wieder spontaner unterwegs. Können wieder rennen, können wieder springen und verbrauchen kaum was. Das gefällt mir viel besser. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal raus. Wir wissen ja, wo wir hin müssen. Gucken, ob die Zombies hier schon wieder direkt vor der Hütte stehen. Nö, die sind nicht da. Alles gut. Kurz mal überlegen, welche Ammo. Ach, wir haben ja nur die eine. Okay. Dann doch. Ah, hier sind die ganzen Zombies. Aber die können mich mal. Also da renne ich jetzt einfach dran vorbei. Hoffe mal, dass die kein größeres Interesse an mir haben. Ja, wenn man rennen kann, ist das hier überhaupt keine Strecke. Da ist man ja 0,6 hier rüber gelaufen. Gleich will ich auch nochmal schauen, was hier bei diesem Kampf zwischen den zwei Fraktionen eigentlich liegen geblieben ist. Aber ich habe ja hier gerade noch meine eigenen Probleme mit dieser Rüstung. Dass sie einfach 15 Kilo wiegt. Ich muss die halt dann auch wieder zurückbringen. Also mit der rumzulaufen, dann bin ich schon wieder direkt voll. So, wir versuchen jetzt hier möglichst effektiv zu sein. Oh, da hinten. Wieder Hunde. So, wir schnappen uns jetzt hier schnell diesen Kram und düsen wieder ab. So, das muss doch noch da sein. Jawohl, wunderbar. Habe ich sie jetzt? Ja, habe ich. Dann gehen wir ganz kurz hier vorbei, schauen, ob da noch was für uns zu looten ist. Wahrscheinlich hätte ich schneller sein müssen und vorhin, als die sich bekriegt haben, hier ein bisschen was machen. Aber es lohnt sich, glaube ich, trotzdem einfach mal ganz kurz vorbeizuschauen. Überladen bin ich ja noch nicht. Aber ich brauche erstmal Ausdauer, sonst kommen wir gar nicht voran. So, wunderbar. Das sollte jetzt eigentlich erstmal ausreichen. Und hier bin ich ja eigentlich auch noch so ein bisschen im Deckungsfeuer. Also von hinten sollten die mir eigentlich Deckung geben, wenn jetzt nochmal welche von denen hier auftauchen. Wo sind die denn hier drauf gegangen? War nicht vorhin hier ein Toter? Irgendwie sind alle Leichen schon... Oh, wer ist der? Ein Loner, okay. Irgendwie sind die ganzen Leichen hier schon wieder weg. Bin ich zu langsam, ne? Ach du Scheiße. Jetzt sind wir wieder hier bei derselben Geschichte. Ist das ein Freund oder ein Feind? Aber der hat noch nicht auf mich geschossen. Also muss ich davon ausgehen, dass es ein Freund ist. Und ich kenne wieder die Abzeichen nicht.
Woher weiß ich jetzt? Ich kann ja hier nachgucken. Ach, das ist so hasseleck jetzt schon wieder. Man kann ja hier nachgucken, die Relations. Aber hier sind jetzt die... Warum sind denn hier nicht die bescheuerten Abzeichen? Ich muss doch wissen, ob das ein Freund oder ein Feind ist. Jetzt muss ich mich hier wieder in Teufels Küche bringen, um herauszufinden, ob das ein Freund oder ein Feind ist. Schauen wir mal. Hallo. Aber das scheint kein Feind zu sein, sonst hätte der mich schon angeschossen. Das muss ich mir merken, die roten Abzeichen sind keine Feinde. Die roten Abzeichen sind keine Feinde, das ist gut. Okay, also hier gibt es die Mutanten speichern und Mutantenjagd machen. Und dann schauen wir weiter. Erstmal gucken, wie schwierig das wird. Ich habe das Gefühl, hier muss man sowieso erstmal immer seinen Zeh so ins Wasser tauchen und gucken, wie kalt ist es eigentlich, weil hier können echt fiese Monster schon sein. Und nachdem der Controller in Corden uns überrascht hat, glaube ich auch nicht mehr dran, dass das hier irgendwie dass das sich so langsam aufbaut, sondern hier kann einfach immer überall alles ganz schlimm sein. Der lebt noch. Oh Gott. Scheiße, ich muss nachladen. Okay, das lief ausnahmsweise mal gut. Sonst bin ich nicht ganz so treffsicher. Aber auch dieses Ranzoomen, das gibt mir so eine gewisse zusätzliche Sicherheit. Das Gefühl, dass das genau mein Ding ist, da nochmal ein bisschen mehr Übersicht reinzubekommen. Den hatte ich, glaube ich, auch noch nicht gelootet hier unten. Ja, sehr gut. So, jetzt schauen wir mal. Sind wir hier überhaupt auf dem Weg zu diesem Layer? Ja, so ein bisschen links noch. Da hinter diesem Hügel müsste das sein. Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Plastic Jar. Gut, das ist jetzt nicht der krasseste Loot, aber ich nehme, was ich kriegen kann. Ist hier noch irgendwas? Ja, Buckshot Shells. Die können wir gebrauchen. 12x70. Hier, Kollegen. Welche haben wir denn drin jetzt? Wir brauchen die normalen, genau. Für Mutanten. Ist schon wieder ein bisschen zu unheimlich für mich. Ich gehe jetzt mal hier an diesen Rand und gucke mal da so über den Hügel. Aber wahrscheinlich müsste... Ich muss noch mal ganz kurz lesen. Ist es die Mutanten-Bedrohung oder der Mutanten-Layer? Layer. That needs clearing. Also sind es mehrere. Glaube ich zumindest, dass das so funktioniert. Oh, das sieht so aus, als wäre das da hinten. Treffe ich den nicht? Oder stirbt der einfach nicht? Ist ja über die Maße beunruhigend, dass der nicht umgefallen ist. Okay, dann halten die also unglaublich viel aus, scheinbar. Scheiße. Okay, wir haben es geschafft. Ich blute, werde mich kurz bandagieren. Dann looten wir diesen Quatsch hier. Oh, guck mal, der hat sogar was. Ein Epinephrin-Shot. Ja, das ist doch okay. Moment mal, wo habe ich denn jetzt den anderen gekillt? Das passiert mir einfach zu häufig, dass ich nicht weiß, wo die anderen sind. Hier. Ein bisschen Geld. Gibt's hier noch irgendwas? Außer Radioaktivität ohne Ende gibt's hier gar nichts. Dann gehen wir wieder. Okay, dann können wir uns wenigstens den Quest hier abhaken. Der muss wo abgegeben werden? Auch wieder hier. Ja, das passt mir ganz gut. Da muss ich ja eh hin. Und was war jetzt hier unten? Moment mal. Ja, die Dokumente, die habe ich ja. Die sind ja nur in meinem Stash, den ich da aktuell angelegt habe. Und wenn ich jetzt das abgegeben habe, schnappe ich mir alles, was ich habe und ab nach Clear Sky. Ich glaube schon daran, dass das die beste Möglichkeit ist. Oh.
Blowout will strike very soon. Scheiße, ich bin hier auch gar nicht richtig. Doch, ich bin hier richtig. Ich bin ein bisschen komisch gelaufen. Es ist schon einfach hier hinter diesem Hügel, oder? Ja, genau. Okay. Hier, das ist mit Sicherheit irgendwann auch mal ein Stash. Aber nicht heute. Sobald meine Ausdauer wieder da ist, geht's weiter. Immer ab und zu mal hinter sich gucken. Habe ich das Gefühl, ist kein schlechter Ratschlag hier in diesem Spiel. Aber hier sehe ich jetzt gerade auch gar nicht so viel. Ein bisschen Futter könnte ich gebrauchen, aber auch das ist kein Problem. Jetzt rennen wir erstmal. Sicherheit. Speichern. Ich schleiche dahin. Oh, komm schon. So. Okay, abgespeichert. Kurz stehen bleiben und abwarten. Schauen, ob es hier vielleicht noch irgendwas Sinnvolles gibt. Ne. Ach so, genau. Man kriegt ja am Lagerfeuer auch, glaube ich, Leben dazu. Das kann ich jetzt mal ausprobieren. Ja. Schaut euch an, links unten. Da ist gerade ein Tick hochgegangen. Das wohl nochmal passiert. Das passiert auch nochmal. Wunderbar. Das kann ich tatsächlich gut gebrauchen. Da bleibe ich nochmal ganz kurz hier. Kann ich nebenbei was essen. Wir hatten doch hier Futter. Das nehmen wir mal zu uns. Ja, lecker. Genau. Und jetzt ist auch, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen. Ich vergesse immer, ist auf der linken oder rechten Seite. Ich glaube hier. Geben wir erstmal unseren Quest ab. Hoffen, dass das ein bisschen Geld bringt. 5500 und ein Stash. Na, ihr wisst ja, wie es läuft. Jetzt gucken wir erstmal, wo der Stash ist. Nicht im Garbage. Und hier auch nicht. Und hier auch nicht. Da hatten wir einen, glaube ich, letztes Mal schon gefunden. Also, hier, der könnte es neu sein. Vielleicht. Valley nochmal schauen hier. Nee. Da ist auf jeden Fall noch einer. Da ist einer. Also, im Norden warten einige auf uns. Gut. Dann probiere ich das jetzt aus. Ich schnappe mir jetzt all diesen Kram und reise zurück. Nochmal ganz kurz checken, dass ich nicht irgendwas Wichtiges vergessen habe. Aber ich glaube, sobald ich die Unterlagen aufsammle, habe ich auch wieder den Quest. Ja, genau. Und ja, das ist scheiße schwer und ich bin mir auch nicht sicher, wie wir uns dann da im Lager fortbewegen sollen, aber erstmal will ich darüber. Erstmal will ich in das andere Lager. Dann können wir uns immer noch Gedanken machen, ob wir unsere Waffen vor uns herwerfen oder so. Und zwar schön hier. Schön in Sicherheit. Kann ich das überhaupt nicht anwählen? Wieso ist denn da jetzt plötzlich das Haussymbol nicht mehr sichtbar? Ist das zu weit weg oder was soll das jetzt? Muss ich jetzt hier hin? Das ergibt ja noch weniger Sinn. Hier sind doch überall die Haussymbole. Warum gibt es denn bei dem Clear Sky, bei der Hauptbasis von Clear Sky jetzt dieses Symbol nicht mehr? Oder ist es da und ich kann es nicht anwählen, weil es dahinter ist? Dann muss ich... Ah ja, es ist tatsächlich so. Okay. Scheiße, jetzt kann ich das nicht, weil ich too much weight carrier. Muss man da was hier lassen. Geht nicht anders. Da ich die eh erstmal nicht reparieren kann, weil die beide ein Medium-Kit brauchen, bleiben jetzt die hier. Zack. Ist jetzt einfach entschieden. So. Clear Sky Base. Ja, ich will da hin. Könntest du mich bitte dahin bringen? Sehr gut. So, da sind wir endlich wieder in der Clear Sky Base. Und jetzt müssen wir ganz kurz mal schauen. Hier gab es nämlich was zum Abgeben. Das wollen wir natürlich machen. Dafür muss ich die Taste aber auch wieder einstellen. Okay, hier vorne... Warte mal, war das bei ihm? Ach so, das ist aber
Ja, wobei Basic Tools können wir eigentlich abgeben. Wir haben da nämlich 3 von. 2. Aber das ist immer noch ausreichend viel. Lass mich kurz nachdenken, ob das wirklich ein guter Move ist, aber ich glaube Basic Tools, das ist in Ordnung, wenn wir die hier abgeben. Ja, ich behaupte, das ist in Ordnung, dass wir das tun. Jetzt kriegt er nämlich auch wieder bessere Sachen, außerdem ein bisschen Geld bekommen. Das nehmen wir auch an. So, und jetzt schauen wir mal. Wir packen erstmal ganz viel Kram in einen Stash. Und zwar in den hier hinten. Das ist so mein Lieblingsstash hier, dass ich mir einfach immer denselben nehme. Und zwar kommen dann die Sachen hier rein. Zack, zack, zack. Das brauchen wir nicht. Das kann auch hier warten. Diese zwei Sachen sind Medizin, deswegen nehme ich die einfach mal mit. Das kann warten, warten, warten. Nee, das kann doch nicht warten, das brauchen wir. So, und das kann aber alles warten. Jetzt habe ich die schon wieder abgelegt, das kann ja nicht wahr sein. So, wunderbar. Jetzt haben wir 15.000. Mit den 15.000 gehen wir jetzt erstmal zum Doktor. Zum guten Doktor. Und dann schauen wir nochmal ganz kurz. Ja, schlafen ist noch weit, in weiter Ferne, aber wenn man schläft, heilt man sich halt auch. Aber ich glaube, jetzt in dem Fall könnten wir uns mal vom Doktor heilen lassen. Der macht das nämlich auch für uns. Nur muss ich mal schauen, wie viel das kostet. Ich wollte jetzt auch kein Vermögen ausgeben. Hi. Medical Assistance. Für 1800 heilt er uns hoch. Ich glaube, das ist billiger als alles, was wir jetzt hier kaufen können. Deswegen würde ich das machen. Ja, das hat jetzt aber auch wieder Zeit gekostet, oder was? Ist jetzt plötzlich Nachmittag? 16.30 Uhr. Ja, das ist noch okay. Was zu trinken brauchen wir jetzt plötzlich wieder, aber das ist auch okay. So, und jetzt können wir uns das hier mal angucken. Erstmal schauen wir in die Work. Nee. Hab ich nicht. Nee, dann nicht. So. Hier gibt es das. Wunderbar. Jadulin. Das brauchen wir. Das ist Post-Heal. Das hier ist natürlich richtig guter Post-Heal, aber nur für Arms and Legs. Allerdings, ich hau das ja raus, als gäbe es keinen Morgen. Deswegen ist Post-Heal auf jeden Fall das, was ich gerade am dringendsten brauche. Aber wir können mal schauen. Das hier ist zum Beispiel auch Post-Heal. Und zwar ein sehr viel billigeres. Lassen wir mal gerade gucken. Das hier macht plus 263 Sekunden plus 400 Sekunden. Das hält nochmal viel länger. Gibt mir aber auch noch ein paar andere Debuffs. Und das Ibuprofen. 36 Sekunden? Ist das nur die Duration von der Dizziness? Nein, das kann ja auch nicht sein. Nee. Ich glaube, dann kaufe ich einfach noch diese zwei. Gibt es noch ein anderes? Das hier zum Beispiel. Antibiotika. Post heals whole body completely? Alter Falter, das ist ja saugut. Wollen wir davon eins mitnehmen? Und das hier gibt mir auch noch Psy-Resistance, oder? Nee, warum ist denn da so ein Symbol da unten? Ich dachte, das wäre Psy-Resistance. Egal. So, wir haben 3 First-Aid-Kits und 3 Bandagen. 3 Bandagen ist nicht viel. Die sind zum Glück ein bisschen günstiger. 1000 ist eigentlich gar nicht so günstig. 2500. Ja, ich könnte mich jetzt hier schon wieder komplett mit Medikamenten eindecken. Und mein Geld ist weg. Und ich glaube, das mache ich auch, weil billiger als hier wird es leider nicht mehr. 1000, 2500 habe ich gar nicht mehr. Das kaufen wir jetzt mal alles. Zack. Und jetzt haben wir wieder nur 1500 übrig, aber das ist okay. Das ist okay für mich. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz, ob es... warte mal. Irgendwas zwischen 20 und 23 Uhr. Ich weiß nicht, ob es ein Psystorm sein soll oder so. Flash Hide mal 3. Das kriege ich hin. Nee, der will mich nur begleiten. Teleskop, Mirror. Müssen wir mal gucken, ob wir 3 davon haben. Was hat der hier? Wasser und so ein Kram, ne? Ja. Was kostet denn nochmal so ein Wasser? 1700, das ist mehr als wir haben.
Work. Bandit. Ja, den will ich. Den will ich. Den holen wir uns. Das ist ein komplettes Bandit-Camp, sehe ich gerade. Ich dachte, das wäre nur ein Bandit, aber okay. Was ist das hier? In the Great Swamp. Ein Predator. Ja, den holen wir uns auch. Gut, und schon haben wir wieder Aufgaben hier im Sumpf. Und zwar müssen wir... Hier gibt es den Predator. Hier gibt es das, die Dokumente, die wir zurückgeben müssen. Das hier ist das Banditenlager, das wir klären müssen. Also sowieso ein Quest. Also können wir das auch in einem Wisch machen. Und da ist noch der gute Stash. Das will ich jetzt eigentlich alles noch... Oder zumindest diese Punkte hier will ich noch mitnehmen. Ich denke, das dürfte eigentlich kein größeres Problem darstellen. Wie viel... wir haben nicht so viel Gewicht. Das ist gut. Was trinken müssen wir trotzdem. Habe ich nicht auch diese kleinen Wasserflaschen? Warum habe ich die denn nicht? Eigentlich müsste ich die doch auch haben. Egal, ich trinke... Ja doch, ich trinke davon nochmal was. Das ist noch ein Use. Sehr gut. Essen hätten wir zur Not auch noch jede Menge dabei. Ganz kurz nochmal Inventur machen mit der Muni. 55 Schuss, damit kann ich umgehen. 60 von der ist auch super. Und jetzt schauen wir nochmal ganz kurz, wie viel Schuss ich mit der noch habe. Falsche Waffe. Ah, nein, jetzt habe ich die Munition gewechselt. So. 40 FMJ. Ja, na gut. Also so alles in allem wird es wohl reichen. Mal ganz kurz schauen, ob ich jetzt hier die Ammo gewechselt habe. Das wollte ich nämlich nicht. So. Und dann gehen wir jetzt nochmal los. Bisschen mehr Pistole und Shotgun ist hier auf jeden Fall angesagt. Halt, ich will noch Speicher. Das lasse ich mir nicht nehmen. Nicht, dass jetzt noch was Schlimmeres passiert. So. Ja, ja, ist schon gut. Ich gehe. Und zwar gehe ich als erstes hier zu ihm und gebe die Dokumente zurück. Das ist nämlich eine relativ einfache Quest. Ich muss einfach nur da hinkommen. Ist das in der Kirche oder ist das bei dem Turm? Nee, das ist dieser Wachturm. Ja, ja, das ist nicht weit. Jetzt ruckelt es allerdings wieder, das ist ein bisschen blöd. Wahrscheinlich, weil wir das Territorium gewechselt haben und hier so durchsprinten. Ich muss alles erst laden. Da vorne ist schon der Wachturm. Da geben wir die Dokumente ab, dann geht's auf Monsterjagd. Mutantenjagd. Oh, hier vorne, da sind schon, welche? Ich weiß gar nicht, vielleicht sind das die sogar. Dann würden die aber auch reagieren, sobald die nahe kommen. Hier. Du bist gar nicht der Richtige. Wo ist denn dein Kollege? Da oben? Ich speichere erstmal. Seht ihr noch einen zweiten hier? Es muss ja noch einen zweiten geben. Ja, da. Oh, hi. Erstmal den Job bitte. Cool. Willst du noch was anderes? Snorklegs. Ja, wobei, wahrscheinlich können wir das machen, ne? Und der hat hier auf jeden Fall auch schon die Witterung von unserem Mutanten aufgenommen, den wir wahrscheinlich jetzt killen müssen. Nee, das ist wohl ganz anders. Okay, ein einziger Mutant ist das, ne? Oder die ganze Area of Mutants clearen, aber in der Regel geht es um diesen einen da. Also gut, laufen wir mal hin, schauen uns das Ganze an. Absolut richtige Richtung, ausnahmsweise mal. So, schauen wir mal. Ja, hier geradeaus. Also eher links noch durch diesen diese Landzunge. Könnte auch hier mal auf dem... Das ist eigentlich ein ganz geiler Trick. Kann man mal so ein bisschen drüber lunsen. Also hier würde ich dann rüber gehen und da müsste der eigentlich sein. Ja.
Die Spannung steigt da. Du bist ein Hund. Ihr seid viele Hunde. Oh nein, viele Hunde. Ja, die Shotgun ist vielleicht doch nicht so ideal bei mehreren Gegnern. Insbesondere dann nicht, wenn man nicht trifft. Oh Gott, diese Hunde sind echt so schnell. Okay. Gut, dass wir Heals gekauft haben. Ah, wir haben den Auftrag schon geschafft. Okay, das ist immerhin etwas. Weil sonst hätten wir echt unnötig viel Leben verschwendet. So. Ich habe zum Glück nicht so viele Schäden genommen an meinen Körperteilen. Was bedeutet, dass ich eigentlich mich jetzt am Feuer hier hochheilen müsste, können müsste. Jetzt haben wir diese zwei Quests. Da gebe ich den ab, okay. Ah, ich verliere noch Lebenspunkte. Blute ich noch, oder? Nee, ich verliere doch keine Lebenspunkte. Lasst mich nochmal nachgucken. Ich hoffe, dass jetzt hier kein Mutant kommt. Hier geben wir das ab. Hier ist der, der gute Stash. Wenn wir den jetzt noch bekommen, bin ich happy. Das schaffe ich heute sowieso nicht mehr. Da hatte ich letztes Mal mehrere Versuche in Sand gesetzt. Aber da oben den Stash nochmal, das könnten wir noch probieren. Und für den Fall will ich jetzt auch nochmal diesen Kollegen hier auspacken. Wir haben nicht mehr so viel Muni, aber für den Quest müsste reichen. Ja, man heilt hier schon hoch, aber also viel ist es nicht. Wie viele von den Medikits haben wir denn hier noch? 4 Stück. Und dann haben wir auch noch 3 von denen hier. Welche sind denn eigentlich die teureren? Ich glaube, dass die hier weniger stark sind. Ich muss mal eins nehmen, weil sonst dauert das hier alles ewig. So, und jetzt müssen wir noch den Weg finden. Aber der müsste... Genau, wir können jetzt entweder hier über diese Pumpstation und rechts oder hier rechts und dann links. Ich glaube, das mache ich. Ja, mit der MP5 fühle ich mich auch einfach sicherer. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade mit der Pistole da an den Mutantenhaufen gegangen bin und dann mit der Shotgun. Weil ehrlich gesagt, das ist halt für einzelne schnelle Gegner ist die Shotgun echt nicht so gut. Für so Wildschweine oder sowas, perfekt. Zweimal draufgehalten, kann man nicht verfehlen. Riesiges Ziel. Hier hinten schon wieder auf mich geschossen? Ich hoffe nicht. Es ruckelt schon wieder so arg, dass ich Angst davor habe, dass es abstürzt. Aber wenn, dann ist es halt auch nur Schicksal. Können wir jetzt nicht ändern. Hier werde ich nochmal speichern. Und dann hoffentlich nicht in die Anomalie reinrennen. Okay. Noch sehe ich keinen Gegner, das ist super. Hier, ist das schon hier bei diesem Felsen? Hinter so einem kleinen Tümpel. Also eigentlich ist das schon hier und zwar da. Da ist das. Man macht selber so 2 verschiedene Sounds von Footsteps und das hat mich gerade schon wieder kalt erwischt. Die hier aber auch. Oh. Ich weiß gar nicht. Ja doch, also ich werde nicht drum rumkommen, gegen die zu kämpfen, oder? Könnt ihr mich hier oben erwischen? Sobald ich einen von denen anschieße, ist auf jeden Fall die Scheiße hier am Laufen. Und hier ist halt der Stash drin, ne? Alter! Oh Gott! Oh, bin ich erschrocken. Ach du Scheiße. Ich könnte dieses Spiel manchmal echt... Verreckt! Oh Mann, ey, dieses Spiel macht mich noch fertig. Okay, damit hätten wir dieses Problem hier auch gelöst, glaube ich. Mit den Mutanten. Die sind jetzt, glaube ich, auch down. Ich muss mir noch heilen, ich blute immer noch. Jetzt haue ich mir noch ein Post-Heal hinterher, einfach nur, weil ich jetzt sowieso gerade im Panikmodus bin. Da bin ich auch in Spenderlaune. Oh Mann. So, und jetzt will ich erstmal meine Waffe nachladen. Habe ich überhaupt noch Munition?
20 Schuss. Okay, super. Boah, ey. Mann. Ich beeile mich jetzt. Hier. Hier muss das sein. Aber wo genau? Nee, eher in die Richtung. Hier, ist es das Ding? Hier muss es sein, okay. Eine SKS mit irgendeinem Scope obendrauf. Nämlich 2x 34 Kilo. Das kann ich schon wieder nicht tragen. Erstmal muss ich die Sachen mitnehmen. Ein Drug-Making-Kit. Das ist natürlich super. Aber zweimal diese Rüstung jetzt schon wieder, die ich nicht tragen kann. Ich könnte die theoretisch einmal auseinandernehmen, wenn das zweimal die gleiche ist. Brauche ich die ja nur einmal, ne? Ja, ja. Okay, das mache ich. Und jetzt möchte ich nach Hause. Und zwar möglichst schnell. Deswegen Fast Travel. Oh, das hat mich jetzt schon wieder sehr viele Nerven gekostet. Speichern. Und jetzt diese Quests abgeben. Jetzt haben wir einige, die wir abgeben können. Oder zumindest zwei. Und zwar einmal bei unserem Dog. Und wahrscheinlich ist das hier von unserem Koch hier. War das dein Quest? Jawohl. 8600. Wunderbar. Und dann gucken wir mal das Drug-Making-Kit. Ja, also mir ist schon durchaus bewusst, dass das ein guter Gegenstand ist. Damit kann man dann selber Medizin herstellen. Aber was mir auch bewusst ist, ist, dass das später noch relevanter wird, weil ich einfach die Zutaten jetzt noch gar nicht habe. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht dumm, ihm das zu geben, weil der würde mir dann, ich hoffe, dass das genauso funktioniert wie bei den anderen Tradern. Die kriegen nämlich dann bessere Sachen noch, also noch mehr Sachen, die sie verkaufen. Und halt bessere Sachen, die sie verkaufen. So funktioniert es bei den Mechanikern mit den Basic Tools. Und ich hoffe, dass das hier auch so ist, deswegen gebe ich ihm das. 11.000 und ein Stash. Ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Jetzt haben wir 27.000 und jetzt können wir uns zumindest ein bisschen Heilung zurückholen, die wir gerade verloren haben. Ich brauche Bandagen. Davon habe ich noch 4, das ist okay. Aber jetzt gönnen wir uns nochmal einmal Ibuprofen. Nee, ich sehe gerade, hier gibt es wieder zweimal das. Das nehmen wir mit. Und was war das nochmal? Das war auch günstig, ne? Also in Anführungsstrichen günstig. Wie viele Uses hat das? 3. Also kostet das 1500. Ja, das ist eigentlich auch sein Geld wert. Und da wir noch relativ viel Geld übrig haben, ist das okay. So. Die SKS, die ich hier gefunden habe, die braucht auch nur ein Historic Kit. Das werden wir auch bald haben. Dann können wir die hier reparieren und die hat noch irgendeinen Scope drauf, oder sieht das nur so aus? Muss irgendein Scope sein. Kann ich das detachen? Ja, da ist ein Scope drauf. Aber das muss ich jetzt. Oder wobei, das könnte ich ja nicht machen. Schauen wir mal, vielleicht können wir es für was anderes benutzen. Scheinbar nicht. Also, ich würde jetzt einfach mal hier draufsetzen, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass es nicht geht. Ja. Und bei den Rüstungen muss ich mittlerweile einfach mal nachschauen, welche die beste von denen ist. Die hat aber auch Medium. Medium ist uns aktuell egal, weil wir uns das gar nicht... da haben wir noch gar keinen Zugriff zu. Aber das Light Repair Kit, das kriegen wir wohl bald. Das, glaube ich, kann nicht mehr so lange dauern. Also erstmal in den Stash damit. Da sammeln sich so langsam gute Sachen. So, was ist das? Hier, was haben wir eigentlich da? Ein Seraphim. Keine Ahnung, interessiert mich aktuell auch noch nicht so wirklich. Firestarter Kit. Ist used for starting fires. Das hätte ich jetzt schon fast gedacht. Ich nehme es mal mit, das ist wahrscheinlich sowas wie Matches. Den ganzen Kram brauche ich vorerst wahrscheinlich nicht, aber kann ich erstmal hier lassen. Und schon haben wir wieder 34 Kilo. Mit dem restlichen Geld, oder nicht mit allem, aber mit einigem. Wobei, ich gucke nochmal ganz kurz in die Ammo. Nicht, dass da was dabei war, was ich gebrauchen kann, was ich vielleicht einfach übersehe, weil ich will mir jetzt welche kaufen. Aber nein, das ist keine Ammo links dabei, die ich jetzt brauche. Genau, ich will jetzt noch ein bisschen Ammo kaufen, weil ich bin ein bisschen, ich laufe langsam aufs Trockene hinaus. Das will ich nicht. Ich will auf gar keinen Fall ohne Ammo dastehen. Dann schauen wir noch, ob der noch irgendwas hat.
der will nochmal eine Field-Studie machen. Das machen wir beim nächsten Mal. Und jetzt schauen wir nochmal kurz nach Ammo. Ach, das ist ja hier dieses Upgrade-Kit für diese Waffe, die wir gefunden haben. Wir haben jetzt hier schon den Supply Level 2, sehe ich gerade. Hier gibt es schon richtig coole Sachen, müssen wir mal gucken. Ganz kurz mal drüber schauen, ob hier was dabei ist, was wir wirklich gut gebrauchen könnten. Schaut mal. Oh, das war jetzt gerade nicht ich, sondern der Companion, der mich wahrscheinlich angelabert hat. Schaut mal hier. Hier sind drei Scopes. Drei Stück. Das hier. 5800. Ein Silencer, den haben wir ja schon. Das sind nur zwei Scopes. Und der hier. Jetzt müssen wir schauen, wie sich die unterscheiden. Das ist ein Red Dot. Und das hier ist ein Holosight. Ja. Red Dot oder Holosight. Was kostet das nochmal? Müsste eigentlich ein bisschen billiger sein, ja. Aber Holosight ist natürlich auch cool. Bla 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 bla. Can be mounted on NATO weapons. Magnificating none. Also da auch nicht. Ich würde sagen, das kostet einen Ticken mehr. Vielleicht ist es auch einen Ticken cooler. Das würde ich mir eigentlich mal hier in den da oben reinlegen. Dann gucken wir mal hier. Hiervon gibt es nur Ammo. Hierfür gibt es auch nur Ammo. Das ist in Ordnung für mich. Dann schauen wir nochmal hier unten. Irgendwas? Nee. Ah, guck mal doch. Hier gibt es neue Ammo für die Pistole. Das ist die Hydra... Wie heißt die? Hydra-Shock. Very High Flash Damage Power. Also das ist natürlich wahrscheinlich ziemlich cool gegen Mutanten. Die würde ich zumindest mal als Favorit markieren. Und dann schauen wir gleich mal, was wir hier brauchen. Also für die haben wir aktuell noch 55 Schuss FMJ. Die ist halt eher so mittelmäßig, die FMJ. Dann haben wir für unsere MP5 noch 28 Schuss HP. Oh ja, da haben wir gar keine FMJ mehr. Ja, die haben wir komplett verballert. Die brauchen wir auf jeden Fall. Und zwar in rauen Mengen leider. Ist das schon wieder teuer? Die Shoddy, ne? Die ist dankbar. Da haben wir immer noch über 100 Schuss. Na, das stimmt noch nicht mal. Genau 100 Schuss haben wir noch. Und hier, ja, das kann man nicht anders sagen. Das ist einfach teuer. Aber jetzt, wo wir auch noch den Scope haben, will ich halt mit der Waffe auch spielen. Also werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen Schuss für die mitnehmen. Was kostet der? 1200, 700, 2600. Boah, ist das teuer. Naja, 90 Schuss. Kann man schon mal machen, findet er nicht. Und hier für unsere Pistole haben wir 55 Schuss. Dann könnten wir uns überlegen, ob wir tatsächlich nochmal die andere Muni kaufen für die Pistole. Allerdings muss ich sagen, ist die auch wieder so teuer. Wie viel Schuss sind das? 14. Das ist es mir eigentlich nicht wert. Dann nehme ich lieber nochmal einmal hier so eine Ladung für die mit. Und dann ist das schon genug. So. Okay. Und jetzt schauen wir nochmal ganz kurz, ja, warte mal, ich habe Hunger. Lass mal eben schauen, wie schlimm ist das? Naja, so schlimm, dass man mal hier sowas essen könnte. Jetzt schauen wir nochmal nach den, Stashes. Da sind irgendwie zwei dazugekommen, glaube ich. Und mit ein bisschen Glück ist ja hier wieder was gelandet. Ach, hier oben, was ist das jetzt? Ah, da muss ich den hinbringen. Oh, gar nicht so nah. Das hier wird nochmal ein Kriegsschauplatz für sich. Im Korden ist leider der Stash nicht. Hier müssen wir sowieso bald hin. Gibt es einen Stash? Ja, der andere Stash wird wieder irgendwo hier oben gelandet sein. Hier ist ein grüner Stash gelandet. Das finde ich super, weil da müssen wir sowieso hin. Allerdings, ich weiß gar nicht, wie dieses Gebiet heißt. Das ist Yanta. Ich weiß nicht, ob wir uns da besonders, ob wir da besonders willkommen sind. Hier sind zwei Stashes. Ja, und hier oben will ich gar nicht erst drüber nachdenken. Wird es auf jeden Fall gefährlich, gefährlich. Gut, dann lasst uns nochmal ganz kurz einen Schlachtplan entwickeln. Wir sind ja jetzt hier wieder im Great Swamp gelandet. Das nehmen wir jetzt aber noch mit. Wir bringen den hier hoch, bringen den dann auch wieder zurück. Machen dann mit der MP5 nochmal einen Versuch hier drauf. Dann geht's mit all unserem Kram zurück zur Farm. Da wird gesammelt und wenn ich mich nicht täusche, haben wir bis dahin bessere, ja, also die können wir bessere Ausrüstung bei ihm kaufen, weil er eine neue Lieferung bekommen hat. Und dann können wir endlich unsere Rüstung reparieren, beziehungsweise die ist wahrscheinlich schon so kaputt. Das kriegen wir gar nicht mehr hin, aber wir haben wahrscheinlich diese Replacement Parts, die ihr hier unten seht, in einer besseren Qualität. Und mit dem richtigen Kit können wir die austauschen.
Dadurch wird nämlich die automatisch auch aufgewertet. Das machen wir dann auf jeden Fall. Genau. Und dann müssen wir mal gucken, was er eigentlich so viel wiegt. Was wiegt denn hier eigentlich so viel? Warum haben wir hier so ein Gewicht? Ist das echt nur wegen unserer Extra-Waffe, die wir dabei haben? Schaut mal hier, ist das nicht sexy? Oh, wundervoll. Ja, so gefällt mir das doch. Könnte ein bisschen größerer Sicht, ein größeres Sichtfeld sein, aber ist wahrscheinlich immer noch besser als das Red Dot. Cool. So, dann speichern wir und dann war's das für heute. Jetzt sind wir schon wieder im Great Swamp gelandet, aber hier fühle ich mich eigentlich auch ganz wohl. Und wir müssen ja früher oder später auch woanders hin. Ist ja ganz klar. Aber das hier zu clearen, das hängt mir noch im Nacken, das würde ich gerne machen. Und danach können wir eigentlich mal direkt vom Great Swamp zu Agroprom. Denn hier gibt es einmal so ein Quest, wo wir für einen Wissenschaftler einen Laptop finden müssen. Hier gibt es den nächsten Hauptquest, den uns praktisch der Old Friend, den wir hier angesprochen hatten, gesagt hat. Da müssen wir in den Untergrund, das wird scheiße gruselig. Und da ist auch noch ein Stash, den nehmen wir noch mit. Genau. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dann. Ciao.